willkommen, meine lieben Thai-Food-Freunde. Und heute kann ich gar kein Bye machen, Mami, gell? Ich habe eine Überraschung hinter meinem Rücken. Heute scheint die Sonne draußen, an meinem Kleid scheint die Sonne auch. Und ich möchte, dass die Sonne auch in meinem Bauch scheint. Hier kommt meine Überraschung. Was ist das? Was ist das? Das ist Banh Mi. Banh Mi sind also Nudeln, so heißen die auf Thailändisch Banh Mi. Und das sind diese asiatischen Nudeln, guck mal. Und seht ihr das? Warum hat das so eine schöne gelbliche Farbe? Weil da Kurkuma mit drin ist. Es besteht aus Weizenmehl, etwas Salz und dann noch etwas Kurkuma. Und deswegen haben wir diese tolle, leckere Farbe hier. Und jetzt zeigen wir euch noch ganz schnell, was das alles an Zutaten wir brauchen. Aber erstmal, Leute, guck mal, es ist heute wie Frühling, Mami, gell? Dabei ist es eigentlich noch Winter, aber heute ist wie Frühling. Und meine Mama hat die Küche auch gemacht wie Frühling. Guck, Mami, was ist hier los? Hast du schon Frühlingsgefühle? Das ist Liebe. Das kommt wieder im Liebe, Mo. Was ist das? Ist ja schon der Frühling ausgebrochen. Und das hat meine Mama selber gemacht, Leute. Ist das nicht der Hammer? Ich habe schon gesagt, meine Mama ist nicht nur Food-Königin, sondern auch noch Deko-Queen. Und das ist voll süß. Guck mal, das sind Katzen, die noch hier reingucken. Mami, du bist die Beste. Ich bin bereit, um den Wok zu rocken. Mami, du auch? Hallo. Hallo, dann gucken wir schnell, was es alles gibt. Also die gelben Banh Mi-Nudeln. Dann brauchen wir Sojasprossen als knackiges Element mit drin. Und hier auch Jaroma-Kohl. Auf Thai Galambi, gell? Jaroma-Kohl. Und hier haben wir noch Shiitake-Pilze-Champignon. Und das waren hier diese getrocknete Shiitake. Und das haben wir dann ins Wasser eingelegt. Und jetzt komm, wie lange bleibt das im Wasser? Und da hat meine Mama gesagt, wenn sie planen heute, weil sie diese Nudeln kochen, sie kann auch vor Mittag schon einweichen. Also kann man so lange einweichen, wie man möchte. Ja. Dann werden die Shiitake danach schön weich. Und guck mal, der Saft, das Wasser, das schmeißen wir nicht weg. Das heben wir auf. Boah, das riecht so lecker, das duftet so gut. Das ist unglaublich. Ungefähr 1,5 Esslöffel helle Sojasauce und auch ungefähr 1,5 Esslöffel Mushroom-Soße. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt, aber das seht ihr dann auf der Flasche. Das ist so eine dickflüssige Mushroom-Soße, ebenfalls aus Shiitake. Und Mami, ich beeil mich, der Wok ist nämlich schon heiß und Knorpi brauchen wir. Denn jetzt werden die Banh Mis gekocht. Die Banh Mis kommen in den Wok und werden gerockt. Ihr seht gleich nachher meine Mama, das sieht heute total süß aus schon wieder. So, jetzt genug geschleimt. Rein damit. Und das sind ungefähr 450 bis 500 Gramm von diesem Banh Mi. Oh, guck mal, wie schnell das schon aufgegangen ist. Ungefähr 10 Minuten kochen lassen. Braucht ihr keine Decke drauf tun. Einfach 10 Minuten kochen lassen. Und dann geht es gleich los mit Banh Mi-Nudeln. Und ja genau, Banh Mi-Nudeln, die kommen ursprünglich aus China. Die sind aber in ganz Asien beliebt. Gell? Wir lieben das total. Die werden gebraten, kommen in Suppen rein. Und das Lustige, das habe ich gerade vorhin meiner Mama erzählt, vor ein paar Jahren haben einige Wissenschaftler am Gelben Fluss in China haben die 4000 Jahre alte Banh Mi-Nudeln gefunden. 4000 Jahre alt! Das heißt, die Leute haben damals alle schon fleißig Banh Mi gegessen. Wahnsinn, gell? Ja. Bei mir wird nichts übrig bleiben in 4000 Jahren. Ich glaube auch. Jetzt werden die Nudeln ausgeschüttet. Jetzt vorsichtig sein. Also, ich muss vorsichtig sein. Kaltem Wasser, Abschreckung. Man sagt auch, Banh Mi-Nudeln stehen für ein langes, glückliches Leben. Guck mal, wie lange, es ist sogar gerade abgebrochen. Aber ihr seht schon, ein langes, glückliches, goldenes Leben. Vorbei. Glücklich im Bauch. Magen. Diese Banh Mi-Nudeln, ihr müsst es vorher probieren, da ist ja Salz mit drin, ne?
Und das schmeckt dann schon so ein bisschen leicht salzig. Denn ihr müsst gleich aufpassen, wenn wir die anbraten. Ich habe euch vorhin zwar gezeigt, wir brauchen diese zwei Sojasoßen. Aber wir gucken mal, kann sein, dass wir dieses eine Mushroom-Soße weglassen, weil das alleine ausreicht, weil das schon salzig genug ist. Aber das entscheiden wir gleich spontan. Nur damit ihr es wisst, nicht euch hundertprozentig an die Angaben halten, ab und zu schmecken, gell? Der Wok ist ready to rock, ist heiß. Jetzt kommt ein bisschen Öl rein. Knobi, Knobi. Duftig golden anbraten. Shiitake-Pilze. Mmh, wie das immer schon duftet, ne? Ich liebe das. Kennt ihr Shiitake-Pilze? Wenn ihr das noch nicht kennt, müsst ihr das unbedingt ausprobieren. Die haben einen ganz intensiven Aroma, haben ganz, ganz wunderbaren Geruch. Und so, wenn ihr das dann noch andreht, boah, dann kommen die Aroma richtig gut zur Geltung. Also wenn ihr gerne Pilze und Champignon esst und Shiitake noch nicht kennt, unbedingt ausprobieren. Und schwuppdiwupp, mach ich direkt hier Jaroma-Kohl rein. Jaroma-Kohl auf Thai, Achtung! Guacarambi! Komisch, ha? Der Name muss sein, ja? So, und jetzt, Leute, kommt hier der Saft von dem eingelegten Shiitake. Wisst ihr noch von vorhin, was wir eingelegt haben? Oh, jetzt geht's rund! Habt ihr das? Oh, schade, gell, dass man nicht riechen kann. Und jetzt mache ich ein bisschen Sojasauce rein, aber guck mal erst ein bisschen, weil ich schmecke erstmal ab, ob es so salzig ist, weißt du? Bambi, fum, 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 rein damit! Und hier haben wir auch schon die Hitze ausgemacht, denn wie gesagt, die Nudeln sind ja schon gekocht, Gemüse auch durch, könnt ihr sofort die Hitze ausmachen, weil sonst wird es nachher zu weich und zu lappisch, schlappisch. Weil Nudeln schon vorher gekocht. Genau. So, okay. Und jetzt kommt am Ende noch knackiges, junges Gemüse, nämlich meine Mama. Sojasprosse. Mami, soll ich alles reinmachen? Bestimmt, du liebst Sojasprossen, ja. Gell? Everybody gung fu fighting. Ding, 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 ding. Sprung am Molina Mund. Es ist aus dem Bock rausgesprungen, aber es ist so gesprungen. Poing, poing. Genau, kauf bei. Das Ganze noch mit Pfeffer würzen. Hier mit der Pfeffermaschine von meiner Mama. Hi. Tja. Ich bin bereit, kampfmäßig Bami zu essen. Und guck mal, lange Bami-Nudeln. Lange, lange Essstäbchen. Boah, das schmeckt so gut. Das ist irgendwie so, das ist so schön leicht mit etwas salzigem Geschmack dran. Aber dann habt ihr auch noch von den Gemüsen, von Jaroma-Kohl und vom Shiitake-Pilz, diese wunderbaren Aromen. Mit so ein bisschen süß ist es auch, ne? Von dem Shiitake-Pilz. Das schmeckt so leicht und so vollmundig. Also alle Nudelfans unter euch, ihr müsst unbedingt auch Kung Fu Fighting machen. Dann wird gleich serviert. Ja. Magst du essen? Ja. Ah, ja, 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 muss Power. Boah. Da. Ai, ja, 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 ja. Okay. Galanti bei Mami, sehr lecker. Ja. Oh, das ist meine Lieblingsart. Dankeschön. Werde für Sie auch bestimmt. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Mami, danke schön für das Rezept und für das leckere Kochen. Wow, guck mal. Mami, das ist so groß wie du. Ja, Mami, Kokunka. Vielen, vielen Dank für das leckere Rezept und für das leckere Gericht. Du bist die allersüßeste Mami und meine Lieblingsmami. Wie Maya. Ja, dann wünschen wir euch auch ganz, ganz viel Spaß beim Kochen und ganz viel Aroi, Aroi, ganz viel lecker, lecker. Swadika, Kokunka. Viel Glück, viel Erfolg, viel Gesundheit.
Gesundheit und Schönheit. Mua, mua. Tschüss, tschüss. Lasst euch merken.